Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Crusader Kings 3 im Ironman-Modus mit unserem König Wilhelm von Tirol. So, die Richenza wird erwachsen. Sie hat noch keinen Ehepartner, wie schnell sie doch flügge werden. Und da werden wir jetzt mal schauen, wie wir hier immer so schauen. Diesmal stelle ich vorher schon matrilinear rein. Vukovar, das ist Ungarn. Das sind 1500. Nee, da haben wir hier mit Bündnissen nichts besonders am Hut. Aber wenn man hier sagt, Summe aller Werte. Das ist ja ein 19-Jähriger, der ausschaut fast wie ein 80-Jähriger. Das ist hier 210, das ist uninteressant. Ein Kerngesunden. Kann man nicht vielleicht irgendwo... Eine Wohlgestalt haben wir hier. Wohlgestalt. Oder einen Schlauen. Ja, wenn wir hier einen Schlauen. Warum nicht? Weil wir haben ja mächtige Verbündete, knappe 10.000. Das reicht uns ja vorerst mal. So, jetzt wird der Sohn und der Erbe auch erwachsen. Ich nehme jetzt mal einen kleinen Schluck vom Kaffee. Jo, man braucht es, wenn man hier sehr viel spricht. Bekommt man schnell einen trockenen Mund. Kuno wird erwachsen. Ja, ein undurchschaubarer Intrigenspinner. Aber immerhin ruhig, wie schnell sie doch flügge werden. Und für den werden wir jetzt mal schauen, einen Ehepartner zu finden mit einer anständigen Buckelig. Empfängnisunfähig. Ja, das ist natürlich nichts. Wo hier 3000 Leute, da wäre natürlich die Wohlgestalt hier, die Anna, schon uns lieber. Die werden wir doch mal, ja, ob die jetzt wirklich verwandt sind, ja, aber weitschichtig. Weitschichtig verwandt, ein Verlöbnis werden wir hier arrangieren. So, und jetzt würde ich mal, jetzt würde ich mal vorschlagen, wir werden hier unserem Spielererben, da er erwachsen ist, eine Aufgabe geben. Wir werden ihm mal einen Titel vergeben. Und zwar, ich würde sagen, Kammersberg. Das Neueste, das bekommt er jetzt, der Kuno, auch hier zu seinem Verlöbnis und wird hier Prinz. Oder war er schon vorher Prinz? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, Prinz war er schon. Niederlage, zack. Die Fraktion wurde geschaffen von unserer Nichte. Ja, das ist immer schlecht, wenn dann jemand auf den Thron will. Aber, jo, naja. Wer ist es? Der Graf Heinrich von Rengsburg, der Odilo. Ja, es wird nicht besser werden. Leider. Leider wird es hier nicht besser. Wir werden mal ein Festmahl veranstalten und hoffen, dass wir dadurch die Beziehungen verbessern können. Heimkehr eines Kindes, die sind wieder da. Vom Spielertreffen. Tja, das ist natürlich alles übel. Da können wir im Moment, glaube ich, kaum was Positives finden. So, jetzt warten wir auf den Beginn. Ja, da nehmen einige nicht teil. Willkommen, meine Freunde. Die einzige, die wir hier positiv stimmen können, wäre die Gräfin Seeburg. Ich stopp mal kurz. Eine Fraktion hat sich zumindest wieder aufgelöst. Das ist sehr schön. Aber die wollen hier alle nicht teilnehmen. Sogar die Tochter, diese Tochter, der Ratsspitzel will nicht teilnehmen. Die Ratsspitzelin. Ja, schade. Sehr, sehr schade. Die Richwara Ratsmarschall und trotzdem. Ja, man sieht es einfach immer wieder. Ehebrecher, Unzüchtiger.
Ja, sie ist bescheiden, er ist arrogant. Das ist einfach schlimm. Gut, jetzt haben wir zumindest den Bischof auf unsere Seite gebracht. Schauen wir mal, was hier noch passiert. Das Dilemma. Das Festmahl neigt sich dem Ende zu und mein subversiver Vasall, Bürgermeister Hereswind, finden uns in einem intensiven Gespräch wieder. So, wir müssen natürlich alles tun, um die Meinung nach oben zu treiben. Nein, an ihm sind wir nicht interessiert, aber an seinem Thema. Jawohl, das ist schon mal gut. Jeder, der hier grün ist, ist gut. Und das weiß er auch ganz genau. Da haben wir jetzt schon wieder eine Fraktion gegen uns. Da geht also hin und her. Die sind aber auch zum Glück zu schwach, ein Ultimatum zu stellen. Da haben wir jetzt den Bischof gleich wieder durch, hoffen dann nochmal beeinflussen zu können. Und dann glaube ich, können wir uns dann über die anderen machen. Es kommt zur Katastrophe. Ich hab's gewusst, ihr habt nicht 110. Wir müssen zusammenlegen. Okay, entschuldigt, der Wein. Wir haben das nächste Fass geöffnet und er ist schlecht. Weil der gesamte Wein ist schlecht. Das Festmahl ist noch im vollen Gange. Doch ohne etwas zu trinken wird die Stimmung grausam schnell sinken. Ja, wir müssen natürlich jetzt zusammenlegen. Das ist alles halb so wild. Wir legen hier schön zusammen. Ah, das habe ich wieder hier nicht gesehen, dass es ja weiter nach hinten geht. Sind trotzdem da mehr dabei, als ich im ersten Moment dachte. Königin Helene, unsere Gattin, ganz klar. Und ein Ritter ist eingetroffen. Ja, das ist eigentlich auch ein guter. Schauen wir mal, wie viel er will. 35 können wir uns gerade noch leisten. Also das Geld geht trotzdem weg. Wie nichts. Als meine Gäste gehen, bis zum nächsten Mal. Jeder Gast erhält 10 Jahre lang 20 Meinungen von euch. Sehr gut. Wir erhalten eifrige Frohnatur. Ja, kann man jetzt hoffen, dass es noch mehr Frohnaturen gibt, die dann auch hier positiver gestimmt sind. Schauen wir mal, ob sich hier was getan hat. Ja, der Bischof. Der Bischof. Aber weil er beim Festmahl dabei war. Ganz klar. Sehr schön. Weil er hier dabei war. Jo. So, wir können ja mal zwischenzeitlich schauen. Der Waffenstillstand geht noch 7 Monate, weil es ist ganz klar, dass natürlich er jetzt trotz der ganzen Umstände, der ganzen widrigen Umstände, natürlich hier schon weiter sich vergrößern will. Das ist ganz logisch, bloß er hat natürlich um sich herum nur das Heilige Römische Reich. Könnte man mal kurz stoppen. Diesen Anspruch. Ich wollte nur mal schauen, was wir hier. Wir haben keinen Anspruch mehr und den könnte man dann mal vorher unbedingt mal fingieren. Zwar, dann würde ich einfach mal sagen, gut, die waren ja ziemlich mächtig, glaube ich. Nö, jetzt also durch die Verbündeten, ja. Durch die Verbündeten. Da schaut es dann schon besser aus. Einfach hier mal Freistadt. Genau. Da wird man Anspruch mal fingieren. Dann haben wir zwar noch etwas Wartezeit. So, jetzt wäre es dann langsam Zeit. Jetzt ist er plus 55. Okay, das ist die Zeit, wo wir das hier jetzt mal rausnehmen, wo wir jetzt mal auf unsere Fraktionen schauen. Die Herzogin Beatrix. Ja, weil sie bekommt, kann ich den Rat. Aber vielleicht, was ist mit dem los? Ja, die absolute möchte er nicht. Das ist schwierig. Aber den Odilo wieder, der ist einfach, das ist unser Schwachpunkt. Den Odilo müssen wir unbedingt auf unsere Seite bringen. Tja. Ja, was sollen wir da machen?
Die Deserteure, was ist da los? Ich führe gerade eine Streife an, als wir eine Gruppe von Personen sehen, die aus dem Dunkel der Nacht treten. Kapuzen verbergen ihre Gesichter, aber an dem humpelnden Gang erkenne ich eine dieser Gestalten. Es ist Mschui, mein Ritter. Mein Fürst, flüstert einer meiner Männer. Sie sind desertiert. Oder sie desertieren. Das ist schlecht. Nehmt sie auf der Stelle fest. Da hoffen wir jetzt, dass wir die jetzt auf der Stelle festnehmen. So, der ist Verrat. Das ist ganz klar. Latrinenschruppen. Das ist natürlich klar, er ist treuherzig, eigenwillig, weiß man jetzt nicht. Reizbar ist er auch. Er erhaltet 5 Jahre lang überanstrengte Truppen. Das ist natürlich nichts, die wären jetzt Latrinenschruppen. Schauen wir mal, was da passiert. Genau. Nach Monaten im Dreck nutzten die Deserteure die erstbeste Gelegenheit, um ihren Gehorsam zu beweisen. Da ich die Reaktion der bestraften Deserteure sowie die der anderen Soldaten beobachte, die Angst vor einer ähnlichen Bestrafung haben, verstehe ich die Truppen nun besser. Die Tortur findet nun sein Ende. Ja, so geht's einfach nicht. Desertieren ist nicht. Und jetzt werden wir hier... Genau, Bewegungstempo wäre hier schneller, den organisierten Marsch freischalten. Mittlerweile haben wir auch hier wieder volle Mannstärke. Das ist sehr gut. Es geht hier einigermaßen ruhig weiter. 13 Gold im Monat und jetzt hat sich wieder eine Fraktion aufgelöst. Die Fraktion, die Herzogin Beatrix von Salzburg auf den Tiroler Thron bringen möchte, hat sich aufgelöst. Jetzt haben wir nur mehr die Bertha, die hier auf den Thron will. Und ich hoffe, dass jetzt bald dann, wenn wir den Odilo noch ein bisschen überzeugen können, dass der dann rausgeht. Oh! Doch wieder eine Fraktion. Das geht anscheinend hin und her. Die wissen nicht genau, ob sie das machen sollen oder nicht. Also die Beatrix selber sagt, ich möchte auf den Thron. Gut, sagt sie. Ja, das waren noch Zeiten, als alle Vasallen und zumindest die Ratsmitglieder hier positiv waren. Da schaut es nicht so toll aus. Das machen wir hier wieder zu. Die Königin ist wieder schwanger. Da wird es jetzt auch langsam besser. Langsam aber sicher. Vom Untreu jedes Jahr nur 3,9. So, Überfallkommando. Rückzugsverluste. Gebaut, da haben wir jetzt erstmal hier die Taktiken. Weil wir haben ja die Flottentempo, oh, Belagerungswaffeneffektivität, werden wir dann das nächste Mal freischalten, ganz klar. Je mehr Orden im Namen der Johanniterorden, desto wächst, desto mehr Land brauchen wir. Wird stattgegeben. Machen wir natürlich, ihr erhaltet die Stadt von Ried. Wird stattgegeben. Okay, wir haben jetzt sehr gut Gold jetzt erhalten. Frage mich nur, wieso wir eigentlich jetzt vom Papst schon lange nichts mehr bekommen haben. Er hat ja 1000 Gold. Ja, weil wir hier ja Ehebrecher und sündig. Ist klar. Wir sind hier noch nicht weitergekommen. Er hat nur 0,6 im Monat. Das kann natürlich dann noch ewig dauern.
Ein Bündnis ist ausgelaufen, weil der gestorben ist, eines natürlichen Todes, und sind jetzt hier mit dem Sohn auch wieder verbündet. Ja, 816 Leute, das ist unerheblich. Ich muss mal hier mal kurz schauen, ob wir mal hier mal Frömmigkeit steht für die Tugendhaftigkeit eines Charakters. Okay. Sündig, pflichtschuldig. Ja, das müsste zumindest sein. Dieses Bündnis ist auch ausgelaufen. Trank sich zu Tode. Der Jaroslav. Die Lise ist im Kerker verstorben. Ja, das sagt ihm dann wieder mal, es wäre mal wieder Zeit zu einem Rundgang durch unsere Kerker. Das wird er dann jetzt auch gleich mal machen. Stellt hier fest, seit 5 bzw. 7 Jahren sind die beiden drin. Geld haben sie nicht. Geht hier wieder raus, ohne etwas zu unternehmen. Da haben wir schon wieder eine Fraktion gegen uns, die aber natürlich, oder ich hoffe doch mal, dass es so ist, nicht. Der Odilo ist jetzt gestorben. Was war los, fettleibig? Der Odilo eigentlich schon fast lebenslang ein Gegner und Widersacher. Werden wir jetzt mal schauen, wer hier ein Diplomatie, ja, Genie nicht gerade, die Beatrix. Ja, wir werden die Beatrix reinnehmen müssen. Hilft uns nichts. Ihr könnt einem Gräfin Mechthild von Schamberg an Herzogin Beatrix von Salzburg übertragen. Kann was sein. Ja, das war ja schon vorher, das wollen wir aber nicht. Mit unserem Prinz Kuno können wir natürlich mal so pro forma und dem Marquard, dem Sohn, einen Vormund zuweisen. Wer wäre das dann? Summe aller Werte. Kleb. Dem Erzbischof. Es ist immer gut, der Erzbischof darf hier unterrichten. Okay. Das ist das. Das wird hier auch nichts mehr, denke ich mir mal. Vielleicht sollten wir hier trotz alledem noch mal etwas eingreifen. Obwohl es hier nicht ganz einfach ist, nicht ganz einfach laufen wird. So, wir können mal schauen. Mein Sohn, gepriesen sei St. Brigitta, einen perfekten kleinen Sohn, den Rizzo. Ja, Rizzo gefällt aber ihm jetzt nicht so besonders, Anno auch nicht. Ludwig soll er heißen. Jo. So, was haben wir hier für ein Achievement? Das Succession is safe. Weiß ich jetzt nicht, was das bedeutet, aber irgendwas war's. Jetzt haben wir schon fast den Anspruch durch auf Freistadt. Schauen wir, ob sich was getan hat. Ja, die haben auch nicht sehr starke Verbündete. Das wird dann schon, denke ich mal, eine recht einfache Aufgabe. Und er hat dann noch auch jede Menge Domänen frei, die er hier verwalten kann. Langsam wird es auch hier besser. Ihr könnt ja mal schauen. Hofarzt, nein. Können wir hier mal ein Geschenk schicken? Das ist gut. Schau ich mal die Fraktionen hier rein. Ja, jetzt sind es aber schon wieder drei.
Ja. Gut. Macht nichts. Die 20 Minuten sind vorbei. Ich glaube, ich werde in dieser Staffel noch eine Folge aufnehmen und hoffe, dass dann das die Folge ist, wo wir hier dann Freistadt unserem Reich einverleiben. Ich freue mich schon drauf und hoffe, wer Lust hat, ist dabei. Zum guten Abschluss, stoppe mal, hat sich noch eine Fraktion aufgelöst. Das ist ja auch schon mal recht positiv. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.